wir haben, Herr, geben wir dir die Ehre, heute Morgen an diesem großen Pfingsttag, den wir schon so sehnsüchtig und so lange erwartet haben. Danke, Herr, dass du schon da bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für alles, was du gestern schon geschenkt hast und getan hast. Für alle Befreiung und Heilung und Erlösung, für das, dass du unsere Herzen berührt hast. Danke, Herr, dass du spürbar in unserer Mitte bist. Wer von euch hat gestern schon eine Begegnung mit dem Herrn gehabt oder was empfangen? Yes! Danke, Jesus. Und wir sehnen uns noch mehr. Wir sehnen uns noch mehr von dir. Von dir, Heiliger Geist. Komm und erfülle uns ganz neu. Erfrische uns. Sende uns. Lehre uns. Stärke uns. Erfülle uns. Tu das, was du tun magst. Wir wollen Raum für dich machen, Herr, für dein Wirken. Komm mit mehr von dir und hauch uns an mit dieser pfingstlichen Gegenwart. We are here, Lord.
einladen, dass ihr alle einstimmt in diesen Gesang des Himmels. Gib deiner Stimme einen Raum. Lass den Heiligen Geist in dir singen. Erheben wir unsere Stimmen dem Himmel entgegen und rufen die Gegenwart des Herrn. Danke, dass du uns anhauchst, Heiliger Geist. Danke, dass du auf so viel verschiedene Art und Weise wirkst. Wie ein heftiges Brausen oder wie ein leises Säuseln. Danke, dass du jetzt so wirkst, wie du das möchtest, wie es dir entspricht. Wie es dir gebührt. Und wir erwarten mehr von dir. Rühr uns an, Heiliger Geist. Komm wie Feuer und wie Wind. Licht, wie Regen. Danke, dass du jetzt gerade Erfrischung schenkst. Und dass du einigen von uns diese Gewissheit ins Herz legen möchtest, dass es dich wirklich gibt und dass du hier bist, dass du real bist, dass du existent bist. Danke, dass du Heilung schenkst. Danke, dass du Lügen aufdeckst und durch Wahrheit ersetzt. Danke, dass du gerade ganz klar sprichst zu einigen hier in diesem Raum. Durch Gedanken oder Erinnerungen. Dass du Antworten auf Fragen gibst. Danke für dein Werk, das du jetzt in diesem Moment gerade tust, Herr. Wir sehnen noch mehr von dir.
dir einladen, dass du jetzt zulässt, dass das passieren darf, was der Heilige Geist gerade in dir tun möchte. Dass du Ja sagst zu dem, was er tun möchte, in dir und mit dir. Zögere nicht, wenn du dieses Kribbeln spürst, von dem die Lisa gestern gesprochen hat. Ich habe so den Eindruck, so das Bild, dass wir als Gruppe ins Paradies eintreten. Ist ganz leicht, ganz einfach. Keine Schwere. Diesen Eindruck von Tom bestätigen, auch dieses Bild, dass wir eintreten in eine Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und wir tun das prophetisch stellvertretend für die ganze Kirche. Die Propheten sind immer die, die ein Stück voraus sind. Und Herr, wir sind bereit, wir sind hier. Danke, was wir schon kosten dürfen, was wir schon erleben dürfen. Herr, du kennst unsere Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit, nach deiner Shekinah Glory. Herr, wir sind bereit, da jetzt hineinzuziehen und hineinzugehen. Und Herr, du dein Werk, du das, was du tun möchtest, Herr. Und möge sie einziehen, Step by Step, Herr, in den ganzen großen Leib Christi. Alle erwischen, Herr, die sich bekennen zu deinem Namen, die dir gehören, die gesalbt sind, die getauft sind. Ich möchte es gerne bestätigen. Ich habe den Eindruck, dass diese Wolke wirklich jetzt schon über uns ist, über diesem ganzen Raum, so darf ich das sehen. Und wenn ihr nach vorschaut auf das Bild mit diesem, das so runterregnet hier, diese, das breitet sich jetzt aus über diesen ganzen Saal. Es ist so diese Salbung, diese sanfte Salbung, die der Herr jetzt schenkt, er ist da mit seinem Heiligen. Und manche dürfen das spüren, die spüren einen Wind, manche haben eine Wärme in den Händen, bei manchen kribbelt es. Herr, danke, dass du da bist, danke, Heiliger Geist. Oh ja, wir sehen uns so nach viel mehr von dir, viel mehr von dir. Komm, Heiliger Geist, wir sind bereit. Komm mit deiner ganzen Kraft und Salbung. Wir treten ein mit großem Glauben. Hingabe und Liebe, komm, Heiliger Geist.
Jesus, dass du hier bist. Und Jesus, ich bete, dass wir machen uns deine Gegenwart bewusst. Jesus, ich möchte beten. Gib uns mehr deine Augen, dass wir sehen, wie du die Menschen siehst. Lass uns deine Schönheit, deine Güte, deine Liebe sehen. Jesus, ich bitte dich für offene Ohren, dass wenn wir jetzt sonst ganz bewusst deine Stimme sind, ich bitte dich, dass wir Mut haben. Und wenn du den Eindruck hast, für eine Person zu beten, hör auf die Stimme. Jesus, ich bitte dich für offene Hände, dass wir alles empfangen dürfen, dass wir alles empfangen können, was du uns jetzt geben möchtest. Jesus, ich bitte dich für ein offenes Herz. Danke, Jesus, dass du jetzt anklopfst. Jesus, wir wollen so lieben, wie du liebst. Jesus, bitte komm und fülle uns ganz mit deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist. Schütte uns über mit deiner Liebe. Jesus, wir wollen so viel mehr von dir. Wir sind so dankbar. Wir wollen so viel mehr von dir sehen. Wir wollen mehr von dir. Befreit. Wir wollen